Okay, hier ist nichts mehr. War hier nicht unser Freund der Clipping Wolf irgendwo? Ah, das war das. So, mal gucken. Rohes Fleisch, okay. Ich glaube, Kaninchen geben kein gutes Fell. Oh, ich bin gerade ruhig, damit ich das Meckern höre. Also nicht aus dem Chat, sondern ich meine von den Ziegen. Wie viel brauchen wir denn? Ungefähr, weißt du das? Ach, wir nehmen alles mit, was es gibt, Tobi. Okay. Genau weiß ich es auch nicht. So. Das wird auch nicht schaden. So. Hey. Sag mal, sonst ist hier alles voll mit Ziegen und jetzt alle weg. Aber vielleicht, weil du hier schon warst. Eventuell. Mm, könnte sein. Könnte ja, sein. Wahrscheinlich sogar. Losgleiten. Tobias, ich will losgleiten. hier ist. Ja, hier ist nichts mehr. Tja, nun. Tja, nun. Tja, nun. Schieß Bienenstöcke herab. Klar. Rucksack voll. Was? Rucksack voll? Oh. Okay. Hier geht's hier hin. Hier wollen auch mal welche, aber nun ja. Nicht runterfallen. Oh, geil. Da hinten runtersegeln. Tja, also ich hoffe, das reicht vielleicht, weil ich finde nichts mehr. Ich hab 12 und 5 haben wir noch zu Hause. Ich habe jetzt 10, okay. Mal gucken, was wir kriegen, vielleicht reicht's ja. Schauen wir mal, Tobi, schauen wir mal. Magum. Schau, Mama, na, wie geht's dir? Oh Gott. Schickst du mir mal gerade das Fell? Ja, ich muss doch gerade zu dir kommen, weil sonst geht halt nicht. Also. Bist du zu weit weg? Ach so. Bist du zu Hause? Also, ja, ne? Zu Hause, ja. Okay, ja. Dann komme ich nicht heim. So. Das würde ich auch nicht wollen. So, warte. Einmal kurz hier Stapel. Plopp. Habe ich irgendwas abgelegt, was ich brauche? Bestimmt, ne? Metallplatten zum Beispiel. Brauche ich immer noch. Schutt. Myzel. So. Hups. Hello. Also warte. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Boah, bin ich froh, dass das Essen hier nicht abläuft, ne? Ich bin so froh. Ja. Richtig. Oh, so, okay. Bitteschön. Dankeschön. Hey. So, ne Küken sind wir. Ach ja, warte, ich brauche noch was. Huh. Haben Sie einen Garn? Dankeschön. So, okay. Was haben wir denn hier? Kämpfer-Set. Ich würde am liebsten erstmal 2 davon machen. Das geht auch. Dann vielleicht noch 2 davon. Das geht auch. Widerstand 10, 5. 15, 10, dann 2 davon. Mehr geht nicht. Jetzt fehlen Metallplatten. Dann kann ich noch 2 davon machen. Okay, es fehlen nur noch Metallplatten. Vielleicht reicht es genau so. Was? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. 3 Metallplatten. Ist jetzt nicht so viel. Geht da nicht noch mehr? Warte auf Produkte. Also nicht genug Materialien. Achso, der braucht noch Metallschrott. Oh. Warte. Tobi? Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, wow. Hier ist dein Motorrad. Wow. Hier ist dein Motorrad-Outfit. Geil. Stabil. So, Charakter. Mal gucken. Okay.
Alter, wir sehen halt aus wie Müllmänner, ne? bisschen lächerlich sieht er schon aus, ja, ne? Ja, ja. Ey, Tobi. Lächerlich gut. Tobi, guck mal, was ich in der Tonne gefunden hab. Ein altes Cosplay. Warst du in der Tonne wie ich? Hab jetzt ein altes Cosplay. Und wir haben wieder keine Schuhe an. Ja, wir haben wieder keine Schuhe an. Warte. Aber ich mach gerade noch ein paar Metallplatten. Wir gucken mal, ne? Ja, vielleicht kriegen wir noch was bei raus. Ich glaube, für Schuhe reicht's noch. Handschuhe brauchen wir auch noch neue. Kämpfer-Set. Ah, weißt du was? Okay, ein Metallplatte brauche ich noch. Anything else? Du, Schnabel, du, Schnabel, Diedel, du, da. Junge, das dauert aber auch ganz schön lange. Ja, wir machen auch gut Progress gerade, ne? Finde ich voll geil. Ist richtig nice. Richtig nice. Ja, wir machen richtig Progress gerade, Erik. Ja, ich warte gerade auf die Metallplatte. So, warte. Bob. Die ist auch kann man die Sachen wieder... Ach, ich kann man auch nicht zerlegen. Das ist doch doof. Brauchen wir da eine Müllkiste oder irgendwas? Okay, weißt du was? Ich mach uns jetzt mal Schuhe, weil wir da mehr kriegen. Dadurch. Ja. So, okay. Weil wir noch gar keine anhaben. Schenken dem Tobi. So. Ich hab Schuhe geschenkt bekommen, hä? Geil. So. Jetzt müssen wir noch die Handschuhe austauschen. Aber die Frage ist... ich glaube, das kriegen wir nicht mehr zusammen, ne? Wo ist denn das Garn? Haben wir keins mehr hier oder was? Okay. Ja, hab ich gerade. Das hab ich gerade. Ah, okay. Ich brauche noch genau 2 Tierfälle, dann kann ich uns noch die neuen Handschuhe machen. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo eine Ziege finde. Oh, das ist eine Ziege. Ja. Geil. Hab schon. Nice, Erik. GG. Ja. GG. Sehr gut. Sau läuft. Wupp. Wow. Der Helm rutscht mir dauernd auf die Augen. So, Problem ist aber, ich brauche noch mehr Metallplatten. 2 sind noch in Produktion. Oder eine. Zwei Minuten pro Platte, ne? Ich habe jetzt auch mal diese Holzsäure da, aber ich weiß nicht, wir können keine Heiltränke machen, ne? Wir haben keinen... Wie nennt man das nochmal? Rezept dafür, glaube ich. Oder, Tobi, ich schick dir schon mal... Da brauchen wir noch einen Alchemietisch oder sowas. Tobi, ich schick dir schon die Handschuhe. Ja. Oh, geil. Jetzt muss ich noch kurz... Ich muss noch 2 Minuten auf neue Platten warten, dann kann ich mir auch Handschuhe machen. Sollen wir die alten Sachen einfach löschen? Ja, scheiß drauf. Die werden wir nie wieder brauchen. Okay. In der nächsten Quest benötigst du deine alte Ausrüstung. Das wäre bitter. Oh. Junge. Okay. Bronzeschwert, 14 Schaden. Geil. Ich glaube, ich möchte lieber das Bronze. Schnitt, sehr viel. Okay. So. Kann ich das jetzt zerlegen eigentlich? Zerlegen. 9 Runen, geil. Ich hoffe, das war kein Fehler. Hörte des Donners. Ich glaube, die kann ich zerlegen und dann lieber auswechseln mit der hier, ne? So. Den alten Bogen kann ich auch zerlegen. Zerlege mal ein bisschen alten Stuff, ne? Was ich so hab. Ja. Rostiges Kurzschwert. Der Tobi am Kochen da im Hintergrund. Schmier jetzt erstmal eine Stulle. So. Eine frische Carbonara, alles klar, ja. Komm sofort. Ah, schön. Oh, aber das Garn brauche ich ja noch.
25 Harz. Was mache ich eigentlich mit diesem komischen Brudonner-Wüstling-Kopf? Weiß ich, vielleicht kann man die aufhängen. Können wir mal einen Kamin hängen vielleicht. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich cool. Ja, würde ich feiern. Ist das von dem Boss gewesen? Ja, soll ich dir mal schicken? Willst du mal sehen? Ja, zeig mal. Ja. Hast du jetzt. Geil. Dann. Ach, damit kann man die Flamme upgraden. Ah, ha, 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 ha. Oh, schade. Ich dachte, man kann den vielleicht aufsetzen. Das wäre cool gewesen. Ja, finde ich auch irgendwie cool. Schick den wieder zurück. Gute Nacht übrigens an alle, die schlafen gehen. Altar aufwerten. Mir erstmal Seele. Stärke die Flamme. Da braucht man den Plünderer Mutterkopf. Der Plünderer Mutterkopf. Okay. Darf ich meinen Plünderer Mutterkopf zeigen? So, wie lange dauert es noch? 1 Minute 20. Dann sind die Handschuhe fertig und dann können wir was Neues angehen, Tobi, wenn du magst. Öffnen. Ich schmeiß die Dinger hier auch nochmal rein. Ich würde mal ganz kurz eben hier nochmal schnell. Willst du noch irgendwas upgraden, Tobi? Nö, mach du ruhig. Wird die Guillotine, glaube ich, gerne. Das Bronzeschwert sieht. Oh ja, 4 Schnittschaden. Mach ich. Und das Bronzeschwert schon wieder. Oh, die Chino ist denn da beim Riegen. Ja. Also. Okay, ja, den Rest. Ich traue mich gar nicht, die zu benutzen. Tobi, ich schicke dir jetzt erstmal die Punkte. Wo bist du denn? Was, die Punkte? Ja. Du bist zu weit weg. Die Runen, damit du auch upgraden kannst. Oder? Ach so, nee, mach ruhig. Alles gut. Willst du nichts upgraden? Warum willst du nichts upgraden? Ja, wenn du noch was hast, was du upgraden willst, mach. Wir gehen ja gleich eh wieder los. Dann haben wir neue Dinger und dann easy. Okay. Also das würde ich noch machen. Alter, wieso sagen, sucht der immer in den Nippel? Mann! Erik, weil das ist aber nur bei dir so. Wirklich so, ne? So, 30 Stück sind noch übrig. Also, das sind 2 Upgrades leider. So. Ach, das war schon längst fertig. Okay, warte. Ich mach jetzt die Handschuhe, ich bin fertig. Kämpferset, Handschuh herstellen. Bei mir ist das auch so. Okay, der zoomt offenbar immer auf den Nippel. Das, kranker Bastard. So, löschen. Ja, Erik, du hast den eingeladen. Hier bei uns zu wohnen. Ich hab den nicht eingeladen. Ich dachte, der wäre nett. Alle haben gesagt, der wäre nett. So, eine Sache noch. Schilde. Oh. Tobi, der hat auch neue Schilde, aber davon brauchen wir Teilplatten. Sag mal, dieser Nippel! Was ist das für ein Nippel-Game einfach? Mann! Okay, wollen wir nochmal losziehen? Die Schilde können wir uns, glaube ich, noch nicht leisten. Das dauert noch ein bisschen. Wir brauchen mehr Metallschrott. Warte sofort. Baue einen weiteren Flammenaltar. Okay. Tobi, isst du gerade was? Nee, Quatsch. Tobias? Nein. Belügst du mich? Nein. Flammenaltar. 5 Steine. Okay, die kriegen wir hin. Wir sollen uns noch einen Flammenaltar irgendwo bauen. Flammenaltar. Ich hab dir noch ein paar Bandagen geschickt, ne? Oh, dankeschön. Vielen Dank. Ja, geil. Oh. Für draußen gleich, damit es gefährlich wird, ne? Oh, das ist sehr lieb, sehr rücksichtsvoll. Das ist sehr rücksichtsvoll. Ja, können wir losgehen. Oh. Hast du alles repariert? Ja, ne? Hm. Geil. Ich weiß noch nicht genau, wohin gehen wir denn? Hm, das ist eine gute Frage. Da gibt es ein Fragezeichen, das heißt, die warten. Die warten? Ja, die warten wahrscheinlich schon lange. Wahrscheinlich die Zuschauer, dass wir endlich mal was Vernünftiges machen hier. Brückenbaubericht. Ach hier, die warten. Krypta der Erbauer Schmied. Ja, wollen wir eins der Fragezeichen auch mal mitnehmen? Zum Beispiel, wir wollen die warten machen und dann gegenüber ist noch der Brückenbaubericht. Können wir beides vielleicht mitnehmen? Ja. Kann man das markieren? Wegpunkt setzen. Okay. Ich
habe einen Wegpunkt draufgesetzt. Mal gucken, ob es funktioniert. Jo, geht. 500 Meter in die Richtung. Geil. Dann. Aber rübergleiten, ja, ne? Was machst du denn? Komm mal. Yeah. Bam. Geil. Wir einfach durchrennen mittlerweile, ne? Am Freitag im Stream war so, ah, Hilfe, wir müssen raus, Vorsicht. Und jetzt mittlerweile. Ah, geil. Was gibt mir denn Runen? So. Oh, denn, haben wir denn einen Ring dabei? Ja, Siegel den haben wir schon 5-mal. Ich hab den noch nicht. Ich hab den auch, ich hab den 2-mal an, du kannst den auch 2-mal anziehen. Wow, ich hab noch keinen davon. Wow, Tobi, aber wow. Guter Freund. Hä? Guter Freund, alles klar. Cool. So, ich dachte, du hast den auch schon 2-mal. Ich dachte, das muss öfter fallen. Nein, ich bin gerade das erste Mal sehe ich den. Ich wusste gar nicht, dass die den haben. So, ja, die haben den. Cool. Das, danke, Tobi. Das ist, gute Info. Boah, ich habe 7 Ringe. So, ich habe 30 Ketten an. Ich sehe aus wie BA aus dem A-Team. Ich dachte, das war ja normal. Weißt du das von jemandem, der bei jedem scheiß Gegner, mit dem ich am Struggle bin, oh, bevor er mir hilft? Also, oh, looten, guck mal, ich helfe dir immer und loote dann. Hä? Und dann tue ich es in die Kiste und dann sage ich noch, ey, Tobi, ja, brauchst du jetzt auch noch ein bisschen hier? Ne? Und dann du, nee, mach du ruhig, damit ich jetzt vorwerfen kann. Ja. So. Falls ich sterbe, kann ich sagen, toll, weil Erik so gut upgraded ist. Ganz genau. Hier ist das. Die Straße blockiert, fick dich. Oh. Bitte? Entschuldigung, ich bin. Oh, Vorsicht! Oh, 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 Bogenschütze. Alter, Tobi. Der Tobi einfach Marauder. Oh. Was denn? Okay. Bist nun der Qualle. Oh. Hä? Tobi, nicht runtergehen. Warte mal. Okay. Geil. Da ist auch noch einer, ne? Ja, der ist genau unter dir. Aber der eskaliert ein bisschen. Oh, jetzt eskaliert er nicht mehr. Weg mit dem. Noise. Oh, das ist wieder ein Brief. Warte. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so wild. Tobi, ich verlese einen Brief. Bitte. Ich bitte darum. Stell dir vor, du entdeckst versunkene Steinsäulen am Horizont, die von Erdhügeln verdeckt werden. Sie strecken sich in den Himmel wie die steinkalten Fingerknochen eines Titanen. Das Zeichen eines verborgenen Grabes. Die Treppe im Inneren führt in die Dunkelheit. Mit der Fackel in der Hand gleitest du hinunter in die Ungewissheit. In das Grauen. Doch deine Suche treibt dich tiefer. Ein morbider Schatz, der im Staub verrottet, ruft nach dir. Sind es Familienjuwelen, Erbstücke von fernen Ufern? Was auch immer es ist, mein Freund, es wird das Fundament unseres Reiches sein. Der Grundstein für eine Festung, die aus vergossenem Blut errichtet wird. Klingt gut? Ich kenne die ungefähre Lage. Wenn du die Suche übernimmst, Gareth, teile ich den Schatz. Abgemacht. Okay. Geil. Oh. Wo ist der Schatz? Ich glaube, die sind alle tot. Das aber ist gut. Ich will eigentlich um den Schatz. Der Rest ist mir egal. Richtig. Oh, ups. Wo ist denn? Don't care about him. Kein Metallschrott? Kann ich die Kiste abbauen? Tidi, danke schön. Was? Aus. Dankeschön, Tidi. Hast du gerade Tidi gesagt? Nein, Tidi. Ich weiß nicht. Erik, du hörst schon wieder nur das, was du hören willst. Ich weiß ne? nicht, Tobi. Ich beim weiß Schmied, nicht. Erst die Nippel die ganze Zeit. Tobi, ne? Ich weiß. Ja. Ich weiß. Huch, was denn hier? Schatz feiert, Alter. Mario, bitte. Was denn? Wurde deine Frau gefeuert? Schatz feiert. Boah, das wird ja nicht besser. Okay, ich krieg die Kiste nicht kaputt. Oder ich bin zu ungeduldig. I'm not entirely sure. Wir haben übrigens wieder eine neue Quest bekommen, ne? Also der Schatz wurde irgendwo markiert gerade von dem Ding, was du vorgelesen hast. Oh, geil. Auf der Suche nach verborgenen Gräber, das ist das Fragezeichen direkt vor uns.
Markiere ist das Fragezeichen, haben wir aber nicht mitgenommen, ne? Markiere es und führe mich. Also ich habe erstmal hier markiert, 107 Meter nach da, in diese Richtung, hier. Straight dahin. Das ist die, die warten. Genau. Ne? Ja, aber da kommen wir hin. Ich gucke ganz kurz, wo ist denn hier Brückenbaubericht? Wo ist denn mit dem Schatz? Wo siehst du das mit dem Schatz? Bisschen weiter geradeaus hoch. Auf der Suche nach vom... Ah, da. Ja gut, ist ja derselbe Weg, ne? Hier einfach hoch und dann gucken wir mal. Aber ja, den Brückenbaubericht, haben wir den jetzt gefunden, oder nicht? Nee, noch nicht. Der ist, glaube ich, weiter weg. Okay. Dann gucken wir mal. Schauen wir mal. Oh, wird schön, das wird schon gehen, ne? Oh ja, geil mit der Sonne hier gerade. Bisschen Witcher ja. Feeling hier. Ja, absolut, absolut. Nice. Schon nice. Oh. Oh, Fell. Oh, warte mal, hier liegt noch einer. Tobi ist noch ein Buch. Oh ja, ich komme. Warte. Das Unglück schlägt ein wie ein Blitz. Die Blitze setzen den Himmel in Flammen. Das ist meine einzige Lichtquelle, seit das Feuer durch diesen gnadenlosen Regenguss gelöscht wurde. Natürlich hatte ich die Wolken aufziehen sehen, bevor ich mich auf den Weg machte, um das versteckte Grab zu suchen. Ich hatte die Bedrohung in der Brise gespürt. Trotz der Warnzeichen drängte er mich, weiterzugehen. Du kannst den Sturm abwarten, aber das Wasser könnte unseren Schatz im Schlamm ersticken. Kannst du es ertragen, wenn unser Reich weggespült wird, Gareth? Oh, dieser silberzüngige Teufel. Das Grab ist ganz in der Nähe, aber Wind und Regen hindern mich daran, weiterzugehen. Die knarrenden Bäume bieten mir kaum Schutz. Also werde ich sicher durch... Der Text endet abrupt. Ja, das... Hat er keinen Bock mehr zu schreiben gehabt, oder was? Einfach faul. Einfach Ekelhaft. Faul. Einfach faul. Das ist genau dieses Mindset, was wir nicht brauchen. Ja. Wir brauchen Grindset nämlich. Das Richtig. Brauchen wir. Ja. Wir sind High-Performer einfach, ja. Hier gibt's Aurelienblumen. Was Blumen? Warte. Schick ich dir, warte. Ich schick dir mal so. Was von meiner Aurelienblume. Ja. Oh, Aurelienblume. Oh, so. Hier segnet man den Geist des Benutzers. Oh, cool. Das ist die beste Blume im Spiel, die Aurelblume. Mama, krieg eine Aurelblume. Nein, ja. Ingo, du bist 47, du musst jetzt zur Arbeit. No. Oh, Alter, das sieht geil aus, guck mal. Ja, Mann. Oh, wir müssen da ganz hoch, was? Oh. Na gut. Okay, dann gucken wir mal. Oh, was nicht Schönes. Heiltrank. Noch ein Buch. Na hey. Die Warten der Erbauer, strahlende Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament und verweigern den Unwürdigen den Zutritt. Die Rasse der Erbauer betritt sie, aber ich habe noch keinen wieder herauskommen sehen. Ich habe zwei Theorien. Erstens, die Warten der Erbauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Zweitens, die Warten der Erbauer dienen als eine Art Grabstätte, ähnlich dem Schrein der Flamme. Die Erbauer speichern all das Wissen des Landes in der Flamme hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Wie auch immer, ich komme nicht hinein. Wenn ich auf die verzierte Platte steige, geschieht nichts. Schade. Balthasar! Nein. Tobi? Ja? Als ich Beeren pflücken im Wald da war, da kam der alte Balthasar. Jetzt fängt er sogar schon an, die Rhymes hier zu droppen. Nee. No. Oh, hä? Oh, wie cool. Oh, geil. Ich glaube, jetzt kommen wir zu Rätselsachen. Ja. Geil. Das ist ja genau das Richtige für mich. Hi, Performer! Ja. Was denn? Ich stehe jetzt hin, ich stehe jetzt weg oder was? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Ja, okay. Tschüss. Und aus dem Nichts erschien mir ein Tobi. Sind wir jetzt in einem Dungeon? Ich glaube ja, so eine Art. Okay.
Ich bekam einen Heiltrank. Oh, hier ist aber sehr dunkel irgendwie, ne? Das ganze Game ist relativ dunkel. Schon, schon. Oh, ist das ein Butne? Hagebutne. Ach, die gute alte. Hagebutne. Hagebutne. Tobi, brauchst du hier irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Guck mal rein. Kann man das zerlegen? Ja, bestimmt. Ja, hau mal Runen raus. Zerleg es am besten gleich, hast du mehr Platz im Inventar. Hagebutne. Hagebutne. Geil, 27 Runen insgesamt. Gut. Ja, geil, läuft doch. So, und jetzt? Hätten wir bei Tag hier reingehen sollen. Hier ist ein geiler Balkon. Okay. Warte mal, hier geht's noch nach oben. Ja, wir müssen ja, glaube ich, ganz nach oben, ne? Ich glaube, das ist so ein Rätselturm, wo wir verschiedene Rätsel lösen müssen. Ah. Warte. Aber wir müssen ja den richtigen Knopf drücken, ne? Eins der Rätsel ist zum Beispiel, Sachen zu plündern. Ah, warte mal, guck mal oben. Metallplatten! Ja, du, ich hab Metallplatten! Geil! Achso, den kann man jetzt aber nicht wieder aufmachen, den Schalter, okay? Ich dachte, man könnte den anmachen, dann geht die andere Tür da oben auf. Die geht einfach so auf. Oh, okay, alles klar. Jetzt war ich so auf Rätsel fixiert. Alter, Guy, du musst nicht spoilern. Wir wissen, dass wir nach oben in den Turm müssen. Was weiß ich? Ich dachte, ich bleib mal unten am Boden. Vielleicht ist das schön. Natürlich müssen wir nach oben. Außerdem habe ich die Demo schon gespielt, Alter. 8 Stunden lang. Ich habe den Turm schon mal gemacht. Warte. Tobi? Ja. Was machst du? Ich guck grad, ob ich euch was rausholen. Aber ich glaube. Ich geh mal kurz was gucken. Und dann. Kann man die Dinger hier nicht effektiv. Oh, Metallplatte. Ja. Ich würde gerne wissen, was die kaputt machen können. Okay, die Antwort ist ja und hier ist Wachs drin. Okay, die gehen irgendwie nicht kaputt. Doch. Ach, sonst hau ich. Oh, hier sind Metallplatten, der Tobi. Ja, ich habe auch gerade welche gefunden. Voll geil. Und Heildränge. Tränke. Geil. Ja. Boah, ein Mana-Trank. Cool. Ein Mana-Trank? Kannst deine Wohnung streichen. Mit einem Mana-Trank. Aus dem Farbeimer. High Fantasy. Stein, toll. Oh, ich habe Salz gefunden, Erik. Geil, das bringt uns weiter. Oh, Heilungsstrom. Oh, ich kann dich jetzt healen, theoretisch. Nice. Aber ich bin kein guter Healer. Alter, hier ist ja überall was drin. Hä, das ist voll die Loot-Tour einfach. Hier unten, ne? Glaube ich. So, warte. Hier oben war nichts, Kappa. So, warte, hier draußen war ich noch nicht. Warte. Ist da noch was drin? Plündern. Stein. Stein. Hier hast du schon gewütet oder was? Warte mal, hier ist noch was. Da war ich, glaube ich, noch nicht, wo du gerade bist. Aber sonst ist hier nichts mehr gewesen. Ich sehe einfach gar nichts. Warte mal, ich kann eine Fackel anmachen. Oh ja, danke dir. Ich hau in die Dunkelheit und hoffe, dass ich irgendwas treffe. So. Hier drauf, wa? Ja, let's go. Ah, wir haben lang genug gelebt. Nein. Boah. Mein Spitzhack ist bald kaputt. Egal, ich hau mit dem Kopf dagegen. Hauptsache, kommt was raus. So, geil, Mana-Tränke. Oh, geil, Metallplatten wachsen. Oh. Tobias, ich kann nicht mehr.